Hallo Sonja. Sie wissen, dass es einen Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter gibt? Pausenturbo, bevor es wieder an die Augenlider vom Herrn Bickel geht. Wie finden Sie die Frau Schultheiß? Genau darüber wollte ich noch mit Ihnen sprechen. Im Alter muss man darauf achten, nicht den Esprit zu verlieren. Das ist ein nicht zu unterschätzendes ästhetisches Problem. Das ist noch lange kein Grund, Frau Schultheiß mit rosa Glitterpuder zu verunstalten. Na, jeder Auftritt hat seine Zuschauer, vor allem wenn es der letzte ist. Sonja, wenn Sie erlauben. Unser Klientel setzt naturgemäß auf eine dezente Erscheinung ihrer Lieben. Und gemäß der Tradition meines Vaters möchte ich den seriösen Ruf des Unternehmens in würdiger und vor allem respektvoller Weise... Die Augen davon im Wickel sind ja zu weit. Herr Gott nochmal, das ist mir doch scheißegal! Es mag für Frau Schultheiß sicher ein gutes Gefühl sein, wenn sie mit schimmernden Wangen das Jenseits betritt. Und auch Herr Jensen, der im Endstadium stark anämisch war, wird es begrüßen, wenn er in brasilianische Urlaubsbräune sicher das Jenseits betritt. Aber vorher, da sind die Frau, der Ehemann, Geschwister, Eltern, Kinder und Freunde, trauernde Hinterbliebene, die mit Anstand und Würde sich von ihren Lieben verabschieden wollen. Ist das soweit verständlich? Ja. Gut. Und deswegen sehe ich es als meine Pflicht, an diesen Hinterbliebenen all die Möglichkeiten aufzuzeigen, die ihren Lieben mit offen stehen. Indem sie Herrn Zimmermann neulich ein Clownsgesicht geschminkt haben. Das war eine Interpretation des Harlequin-Motivs. Ein lachendes und ein weinendes Auge. Er war ja manisch depressiv. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wäre er es gewesen. Das war jetzt eine Metapher, oder? Oh nein, das ist doch wohl nicht wahr! Oh, das gibt's nicht!